Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Filmnische. Nun hat man uns doch tatsächlich noch ein fast ganzes Jahr warten lassen auf den nächsten Film von Denis Villeneuve. Dune dürfen wir uns seit kurzer Zeit im Kino ansehen. Ob es sich lohnt oder ob es ein bisschen überschätzt, ob der ganze Film etwas überschätzt ist, das möchte ich euch näher bringen in der heutigen Ausgabe der Filmnische. Doch worum geht es überhaupt? Dune, irgendein Wüstenplanet, da sind ein paar Soldaten, ein paar Reiche. Was hat es damit auf sich? Zu Beginn des Films lernen wir Paul Atreides kennen. Es ist wohl ein sehr vielversprechender junger Mann, dessen Vater kein geringerer ist als der Herzog Leto Atreides, die aktuell noch auf dem Planeten Caladan hausen mit seiner Konkubine Jessica, die Mutter von Paul. Am Anfang des Films sieht man dann, wie die aktuellen Herrscher des Planeten Arrakis extra die weite Reise an auf sich nehmen, um nach Caladan zu kommen, um die Pläne zu unterzeichnen, dass dann eben jetzt der neue Planet Arrakis unter der Schirmherrschaft von Herzog Atreides steht, der Atreides-Familie eben. Da haben natürlich aber andere, ich sag mal, Königshäuser was dagegen, so wie zum Beispiel die Harkonnen. Diese Harkonnen sind die Gegenspieler in dieser Konstellation mit Baron Vladimir, der sehr imposant aussieht, gespielt von Stellan Skarsgård. Am Anfang des Films sieht man eben, wie sie von dem aktuellen Planeten Caladan nach Dune, also nach Arrakis, reisen. Dort ist die wichtige Ressource Spice nämlich zu ernten. Die lässt sich aber nicht so mir nichts, die nichts ernten. Dafür braucht man riesige Erntemaschinerien und über allem schwebt die Gefahr, das Damoklesschwert, dass ein Sandwurm mal eben aus dem Boden kriecht und sich der ganzen Sache einverleibt. Was ist jetzt aber so toll an Spice? Spice verlängert das Leben, so eine Art, ja, nicht Droge, aber eine wichtige, schon irgendwie ein bisschen eine Droge, aber eine wichtige Ressource, die das Leben verlängert. Das Bewusstsein erweitert, um Flüge um interstellare Flüge zu gewährleisten. Also wichtiges Zeug, wenn ich das ein bisschen flapsig ausdrücken darf. Genau, soviel zur Handlung. Es kommt dann, das ein oder andere passiert noch durchaus, das relevant ist, aber natürlich offensichtlich. Aber ich möchte euch gar nicht so viel vorwegnehmen. Gehen wir ein bisschen ans Eingemachte. Also was kann der Film? Wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen? Schwächen in dem Film, ja, die gibt's. Die handeln wir direkt mal am Anfang ab. Ja, es ist der Auftakt zu einem Epos. Wir öffnen die Tür leicht und blicken hinein. Aber was wir da sehen, also da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, wenn das erste Mal der Auftakt ist. Man muss einfach konstatieren, der Film ist durchzogen von einer pittoresken Schönheit und Opulenz, die seinesgleichen tatsächlich suchen muss. Die Wüste wirkt lebhaft und mystisch, genau wie die prächtigen Bauten, die auch sehr imposant emporragen. Man ist unweigerlich an Blade Runner erinnert, bei dem Villeneuve ebenso eine ganze Welt aus dem Boden gestampft hat. Da sitzt jeder Effekt, wobei man gar nicht verorten kann, was ist Computereffekt, was nicht, wo hat er hier getrickst und da. Diese Welt sieht fantastisch aus. Die Kamera manövriert uns durch diese glaubhafte Welt mit wirklich tollen Kostümen, Figuren, schauspielerisch ist er auch ganz großartig und eben fantastischen Bildern. Man muss natürlich sagen, das Buch hat Dutzende Seiten, ich glaube das erste Buch hat bereits 1000 Seiten. Da muss man natürlich, der Film geht 2,5 Stunden, trotz der Lauflänge muss man da Abstriche machen. Ich muss aber auch sagen, ich konnte der Handlung folgen. Es gab ein paar Momente, wo ich dachte, ah, was bedeutet das jetzt? Okay, das kriege ich bestimmt später noch mit. Klar, hier werden Lücken gesetzt, aber die sind nicht deplatziert und die keine Logiklöcher für mich nach dem ersten Sehen. Ich muss sagen, ich konnte dem folgen, habe dann aber auch mal zugestanden, wenn ich nicht komplett durch gewisse Zusammenkünfte oder Verstrickungen durchgeblickt habe, eben die Bene Gesserit. Das ist so ein Geschlecht, das im Hintergrund die Fäden spinnt, wo es dann heißt, es ist schon seit Dutzenden Jahren, dass die schon gewisse Blutlinien kreuzen, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen. Stichwort Paul, sei mal hier direkt unverhohlen gespoilert. Da habe ich gedacht, okay, da hätte ich gern ein bisschen mehr, aber das ist wie gesagt der Auftakt zum Film, deswegen völlig legitim, ich konnte dem folgen. Auch bei den Königshäusern, dadurch, dass es eben der Auftakt ist, ist es noch nicht ganz ausformuliert, aber ich konnte dem folgen. Ich weiß, was Spice ist, ich weiß ungefähr, wer wem Spinne Feind ist, wer wem grün ist, wem nicht. Das hat für mich gut funktioniert.
Ein Volk habe ich noch gar nicht erwähnt, und zwar ist das das Urvolk sozusagen auf Arrakis, die Fremen. Die haben sich vollkommen an diese unwirtlichen Ländereien gewöhnt mit Anzügen und Werkzeugen. Sie haben spezielle Anzüge, die das Wasser dann kondensieren oder wieder aufbereiten, damit man dann den Schweiß, den man durch die Wüste hat, wieder trinken kann, also durch diese Aufbereitung eben. Wir haben eine gewisse Gangart, was ich auch ganz faszinierend fand. Sie bewegen sich nicht geradeaus durch die Wüste, denn dann läuft man Gefahr, die Sandwürmer anzuziehen, sondern führen fast eine Art Tanz auf, indem man mal einen Schritt links geht, mal rechts, ein bisschen forscher, wieder zurück. Also so ganz sanft und organisch versucht man sich so an die Art der Wüste sozusagen anzupassen, also dass da mal bei der Wüste mal eine Maus läuft oder mal der Wind drüber peitscht, sodass der Sandwurm eben einem nicht habhaft werden kann. Das fand ich wirklich toll. Es gibt alle 5 Minuten gibt es solche Erklärungen oder wird gezeigt, wie es funktioniert und nicht mit dem Übrigens, das funktioniert so und so, sondern es wird einfach gezeigt. Paul Atreides sieht es in so einer Art Videodokumentation mit so einem Projektor. Da wird dann ihm die Welt ein Stück weit erklärt und dem Zuschauer. Das funktioniert für mich wunderbar, denn wir sehen die Welt größtenteils durch Pauls Augen. Der muss sich diese Welt erst erschließen und so eben mit uns auch. So ist es bei uns dann eben auch. Und das hat für mich gut funktioniert. Keine nervige Exposition, wo ich das Gefühl habe, okay, der guckt jetzt fast schon in die Kamera und erklärt es mir zum 5. Mal. Es werden Lücken gelassen, aber damit kann ich vollkommen umgehen. Jetzt aber ein bisschen genug der Schwärmerei. Das ist ein Science-Fiction-Film mit Gewalt. Der ist ab 12. Und ich bin immer skeptisch, wenn so ein großer Bombastfilm, der durchaus Gewalt hat, wie es Marvel und Star Wars-Filme zum Beispiel, bei denen es ist, am allerfurchtbarsten ist es bei diesen unsäglichen Venom-Filmen. Ist es jetzt aber angebracht, dass er ab 12 ist? Und da muss ich sagen, vollkommen. Es gibt zwar Kampfsequenzen, es gibt auch eine Schlachtsequenz, die braucht aber nicht literweise Blut. Der Kampfstil ist wunderbar ausgearbeitet und dadurch, dass sie Schilde haben, ist es jetzt nicht ein reines Abschälen der Körper oder Abmetzeln und Extremitäten fliegen durch die Gegend, sondern klar, es gibt auch mal tödliche Treffer, aber die Schilde fangen da einiges ab. Für mich absolut nachvollziehbar. Es war jetzt nicht nötig, den auf 16 zu prügeln, nur dass da vielleicht ein bisschen mehr Blut fließt. Fand ich völlig in Ordnung. Apropos dieser Angriff, der dann, ich sage mal nicht wann, aber es ist klar, dass da irgendwann auch mal ein bisschen Krieg herrscht. Einfach aufgrund dessen, dass die Königshäuser ja, sich natürlich im Clinch befinden, aufgrund dadurch, dass auf Dune eben Spice abgebaut wird. Da möchten natürlich viele ihre Hände dran haben und das ist dann eben so eine Art Krieg, der da ausgelöst wird oder sagen wir mal, ein sich nicht ganz einig sein, um es mal euphemistisch zu sagen. Kommen wir mal zum Film, was einer wirklichen Pluspunkt ist, wie gesagt, die Optik, wie diese Welt gezeichnet wird, alles sowas Mystisches, dieser Sand, wie er durchs Bild rieselt, die Schauspieler, die Kostüme. Also man hat immer wieder den Eindruck, wie macht er das, wie macht Villeneuve das, das so einzufangen, dass man fast schon eine da hat, denkt, das ist jetzt nicht dokumentarisch, aber ist schon sehr imposant alles. Also die Bauten, wie dann diese, nicht Helikopter, aber diese libellenartigen Gerätschaften ein abheben, die Sandwürmer. Also man taucht vollkommen in die Welt ein, die Immersion geht perfekt auf. Und man muss ja auch mal Hans Zimmer loben, den kann man ja eigentlich fast immer loben. Naja, mit Abstrichen sagen wir mal. Aber Hans Zimmer hat sich hier wirklich die Seele aus dem Leid nicht gefiedelt, aber komponiert. Was der da evoziert an Atmosphäre ist unglaublich. Gleichzeitig gibt es dann aber wieder Momente, gerade auch in kriegerischen Szenen, wo komplette Stille herrscht. Wo man dann denkt, okay, das ist raffiniert, eigentlich einfach drüber gepinselt, sondern gewusst, wie, wann muss ich mal mich zurücknehmen, mal kurz einatmen. Wann kann man wieder was durchorchestrieren musikalisch? Das sorgt durchgängig für wundervolle Stimmung. Ein Film, den man im Kino gesehen haben muss. Ich glaube, das war bisher eins meiner beeindruckendsten Kinoerlebnisse. Wunderbar. Einfach wunderbar inszeniert von vorne bis hinten. Bin ich vollkommen glücklich mit dem Film. Ich muss es sagen, ich bin ein Medier, der mich eben länger als 1 Minute kennt, weiß, dass ich bei Filmen Miesepeter bin. Auch bei Blockbustern, wenn dann 5-mal ein billiger Spruch kommt, irgendwas Flapsiges, irgendwas Flaches, irgendwas, oh, der sarkastische Anführer, das langweilt mich durch und durch, weil es meistens wirklich nicht gerade die hellsten Birnen sind, die irgendwelche Witze schreiben, habe ich den Eindruck, das taugt mir gar nicht. Hier muss ich sagen, waren zwei, drei kleine Schmunzler oder Witze eingestreut, die vollkommen gepasst haben. Die waren nicht deplatziert, die haben sich wirklich gut eingepasst. Aber der Film strahlt eine Ernsthaftigkeit aus. Es ist sehr, sehr bitter, was passiert. Denn es kommen natürlich auch einige Leute zu Schaden. Eine große Schlachtsequenz kommt dann doch vor. Die
wie gesagt, schon brachialer hätte nicht inszeniert werden können. Und endlich mal ein Blockbuster, der ernst ist und der nicht mit irgendwelchen Witzchen daherkommt, wie es vielleicht bei gewissen anderen Weltraummärchen der Fall ist. Da muss ich mit dem Kopf schütteln. Hier muss ich nicht mit dem Kopf schütteln. Hier gucke ich einfach nur grimmig ins Bild. Nicht mal grimmig, sondern ich freue mich einfach. Das sind eher die Schauspieler, die grimmig gucken. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård und so weiter. Dutzende sind dabei. Ein großes Lob an Timothée Chalamet. Der Typ ist, glaube ich, 25 ungefähr. Mit dermaßen Charisma. Es wird dir nicht immer erklärt, was in den Figuren vorgeht. Da kommt kein innerer Monolog. Ich fühle mich gerade schwierig, denn ich muss hier das Erbe antreten. Ich habe heute bloß morgen Brötchen. Nee, das muss man sich teilweise erschließen. Aber wenn ich in die Augen von Timothée Chalamet sehe, dann erblicke ich da schon einiges, worauf ich mir einen Reim daraus machen kann. Das funktioniert toll. Da brauche ich nicht gerade einen inneren Monolog, der mir das vorkaut. Klar, da gehen vielleicht die ein oder andere Detail der Emotion oder Gefühl verloren. Aber alles in allem klappt das super. Jetzt möchte ich noch beispielhaft eine wirklich großartige Szene herausgreifen, um einfach zu zeigen, wie glaubhaft und lebendig diese Welt ist. Als kurz nachdem das Haus Atreides ankommt, ist dann sozusagen beim Thronsaal, wenn man so möchte, taucht einer der Fremen auf, einer der höheren Tiere da, läuft schnurstracks auf den Herzog Leto zu. Die sind erstmal irritiert und möchte ihn ein bisschen zurückhalten. Dann hält aber der Fremen-Mensch an, spuckt auf den Boden. Dann guckt ihr die Tier Duncan kurz, spuckt auch auf den Boden und bedankt sich bei dem Fremen für die Gabe seines Wassers aus seinem Körper. Kurz darauf spuckt auch der Herzog auf den Boden und ich bin für einen Moment irritiert. Muss dann aber sagen, also man muss dazu sagen, Duncan hat bei den Fremen gelebt und kennt die Gepflogenheiten dieser Rasse. Und nach dem Moment muss man überlegen, okay, es ist alles staubig, es ist windig, es ist heiß und trocken. Wenn ich jetzt auf den Boden spucke, dann habe ich wahrscheinlich 5 Minuten einen trockenen Mund. Und dann kann man das schon als Opfer sehen. Ich opfere jetzt meinen kurzen Speichelfluss, der jetzt ins Stocken gerät, einfach als freundliche Geste der Begrüßung. Da habe ich gedacht, das ist genial. Das habe ich nach einem Moment, am Anfang irritierend, aber doch überzeugend, funktioniert. Und das ist durchgängig, dass immer so kleine Nuancen gezweigt werden. Das ist ja nicht immer viel, das sind so kleine Bilder, kleine Gesten, wo man sagt, okay, ich habe die Welt wieder ein bisschen besser verstanden. Da ist wirklich was dahinter. Man kann jetzt sagen, gut, am Anfang passiert doch nicht allzu viel. Naja, es ist ein Denis Villeneuve-Film, da ist doch oft eher in der Ruhe liegt die Kraft, sage ich mal, ohne dass es dabei langweilig wird. In der Mitte des Films passiert dann schon einiges, aber es ist natürlich der Anfang eines Epos. Da ist noch nicht alles ausformuliert, da sind die ganzen Beziehungsgeflechte noch nicht ganz offenkundig, aber wäre auch langweilig, wenn es der Fall wäre. Man hat ja wirklich eine glaubwürdige Welt aus dem Boden gestampft, man muss es so deutlich sagen. Dieser Film ist wirklich toll inszeniert, von vorne bis hinten. Das sieht alles wunderbar aus, schauspielerisch gut. Die Geschichte, gut, ist jetzt vielleicht, wie gesagt, nicht hochkomplex, noch nicht, aber man weiß, was angedeutet wird und man darf auf Großes gespannt sein, wenn das der erste Teil des Films ist. Also dieser Saga ist. Der Regisseur lässt den Film auf jeden Fall stellenweise wortwörtlich, wenn er nur mit Bildern und Musik Untermalung arbeitet. Ich kann euch nur wärmstens ans Herz, diesen Film nur wärmstens ans Herz legen. Mich hat er vollkommen überzeugt. Ich darf ihn mir demnächst sogar noch ein zweites Mal angucken. Dieses Mal aber nicht in 3D. Da freue ich mich besonders drauf. Auch wenn man sagen muss, nach 10 Minuten ist mir der 3D-Effekt schon fast, ja, man vergisst es dann irgendwann, ne? Oder es fällt nicht mehr so ins Auge. Trotzdem freue ich mich dann auch nochmal drauf, in ganz üblich 2D zu sehen. Und damit war es das schon mit meiner Kritik zu Dune. Kurz nochmal paraphrasiert, kurz nochmal zusammengefasst. Inszenatorisch toll, die Musik, die Bilder, das sind Bilder, die vergisst man nicht, die möchte man. Also ich glaube, das wird so ein Film sein, den ich mir ein, zweimal im Jahr angucke, auf einer schönen Anlage, am besten mit Leinwand, auf jeden Fall mit einem guten Sound. Schauspielerisch toll, also der macht da wirklich ein Fass auf, stampft eine Welt aus dem Boden, tolle Effekte, ich bin vollauf begeistert. Wenn ihr ein Funkeninteresse habt für Science Fiction oder sowieso ein Fan von Denis Villeneuve seid, guckt euch unbedingt an, guckt euch im Kino und denkt nicht, oh, den gucke ich aber daheim, das ist fast schon eine Beleidigung, den Film nicht auf mindestens 80 Zoll oder im Kino zu sehen. Viel Spaß mit dem Film, bis zum nächsten Mal, die Filmmischung.